Gut, das heißt. Ach da! Jetzt sehe ich das gerade erst. Hier sind Pfeile. Gut, okay. Produktion, Logistik. Ah ja. Wow, Militär. Waffenmacher. Ah, sehr schön. Gut, ich wollte jetzt eigentlich schon Cut machen, aber da jetzt so viel Zeug hinzugekommen ist, würde ich sagen, wir machen diese eine Insel noch. So, erst einmal ein Holzfäller. Ah, ruhig hier hinten. Dann können wir mit Logistik einen Weg setzen. So. Dann bräuchte ich einen Fischer. Einen Fischer. Ach, ruhig hier hin. Obwohl, wir können einen. So einen Podest können wir ruhig. So ein kleines Podest können wir ruhig erlauben. Dann einen Pfad. So. Und einen Pfad zurück zum Lager. Wohnzelte. Hier können wir auf jeden Fall ein Wohnzelt hinbauen. Für den Holzfäller. Und eventuell für einen Lagerarbeiter. So, hier am besten. Und ein Wohnzelt für dich. Einfach hier hin. So. Das ist schon mal der gute Anfang. Könnten wir da theoretisch noch den Steinbruch irgendwo anschließen? Da oben wären auch Steine. Oh, brech mal das hier ab. Hier sind nämlich mehr Steine eigentlich. Dann bauen wir einfach hier den Steinbruch hin. Und machen hier den Pfad. Hier einfach an den Bäumen vorbei. Dann ziehen halt Steinmetz und Steinmetz und Holzfäller zusammen. So, Jäger, Fischer, Jäger. Jäger könnte zusammenziehen mit dem. Genau, mit dem Fischer. So. Und jetzt will ich mal einen Hackklotz bauen. Anbauten. Für einige Gebäude gibt es Erweiterungen, sogenannte Anbauten. Dort kann der Arbeiter das Basisgebäude neue Waren produzieren. Anbauten müssen innerhalb des Arbeitsbereichs des Basisgebäudes errichtet werden. Ein Anbau alleine funktioniert nicht. Du findest im Baumenü die Anbauten in Tafeln oberhalb des Gebäudes. Das sagen sie mir jetzt. Klicke beispielsweise auf den Holzfäller, um den Anbau-Hackblock zu bauen. Anbauten sind nicht nur für Weiterverarbeitung von Grundstoffen, sondern auch für die Waffenproduktion enorm wichtig. Mit dem Anbauten Amboss und Bogenmacher ist ein Waffenmeister beispielsweise in der Lage, bessere Waffenfälle die Krieger herzustellen. So, das heißt, hier wird ein Hackklotz hingebaut. Und Steinmetz. Der Steinmetz kann neue Waren herstellen. Den behauenen Steinquader. Dazu kommt der Bruchstein zu rechtwinkligen Steinquadern. Genau. Den bauen wir mal hier hin. Haben ja genug Wikinger was zu tun jetzt. Ware fehlt Planke. Was braucht eine Planke? Achso, braucht der Jäger? Der Jäger braucht Planken, okay. Komm, das kannst du wegmachen, Dankeschön. Farm. Farm können wir. Kühles Brunnenwasser benötigen der Wikinger vor allem für die Brauerei. Achso, ja, okay. Waffenmacher. Planken, alles wird gebaut. Nachschublager. Ein Waffenmacher in der Nähe wäre nicht schlecht.
So hier. Aber erstmal brauche ich ein neues Lager. Endlich das Lager. So, das bauen wir hier hin. Und ein Wohngebäude. Sagen wir hier. So. So. Oh, ich habe jetzt doppelt gemoppelt gebaut. Okay, ist abgerissen. Sehr schön. Kein Holz mehr da. Okay, der wird da wahrscheinlich überschüssiges Holz zerlegen. Und ja, ich denke, ein Holzfäller reicht für solche kleinen Maps. Später werden wir wahrscheinlich zwei brauchen. Und da werde ich auch von Anfang an zwei bauen. Wenn wir daraus ein Let's Play machen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das überlasse ich euch dann als Entscheidung. Feuerstein, Holz und Zeug fehlt, ja. Naja, der Holzfäller muss arbeiten. Holzfäller arbeitet, okay. Ah ja. Arbeitet der Fischer eigentlich schon? Jupp. Hat sich gerade eine Angel geholt. Sehr schön. Hier drüben ist alles Watcher. Holzfäller und Steinbrecher sind zusammen bei der Arbeit. Gut, die Bauarbeiter, obwohl nee, das ist der Holzfäller. Ah, kann ich einen Pfad zu deinem Hackflock bauen? Das geht dann schneller. Jo. Oh, so holt er auch Äste raus. Äste und Planken. Sehr schön, erste Planke fertig. Wohnzelt. Das Wohnzelt ist noch nicht fertig. Und hier drüben, was wir auch immer hier bauen, genau den Jäger. Du bist mittlerweile schon fertig. Wie ist denn eigentlich dein Einflussgebiet? Ja, könnte noch etwas besser sein. Ja, okay. Ich glaube, die Bäume sind noch mit drin. Hoffe ich mal. Hier liegt auf jeden Fall genug Holz rum. So, ich hoffe mal, die holen sich auch Fische vom Fischer, wenn sie gebraucht werden. Lagerarbeiter, dann wollte ich da noch... Militär einen Waffenmeister reinsetzen. Der kann ruhig hierhin gesetzt werden, so. Wir haben ja eh nicht so viel Platz zum Grünen bauen. Kann ich das Gebäude mal die Baukosten ausschalten, bis wir wieder mal... Hm, das sieht gar nicht mal so schlecht aus bei dir. Steinquader und so weiter. Was können wir eigentlich dafür Tolles dann bauen? Wir könnten eine Brauerei bauen, ja, das ist klar, ist okay. Dazu bräuchten wir vorher einen Brunnen und eine Farm. Dadurch hätten unsere Leute schon mal mehr Lebenspunkte. Ich glaube aber, ich gucke erstmal hier hoch. Was für Gegner da überhaupt warten, wie viele. Bis jetzt sind nämlich noch keine Gegner aufgetaucht. Ne? Du brauchst ein Holz und ein Leder.
Leder haben wir ja, glaube ich, alles eingesammelt. Wir haben nicht viel Leder. Ach ja, okay, wir müssen wirklich jagen gehen. Du hämmerst deinen Stein zurecht. Ah ja, wir haben schon mal das Holz für den Waffenmacher. Das heißt, es fehlen nur noch die Steine. Sehr schön. Achso, du hast die maximale Anzahl an Ästen schon zusammen in deinem Lager. Dein Lager können wir leider nicht upgraden. So, wir haben den Waffenmeister fertig. Produkte Steinaxt. Sehr gut. Werkzeug gebaut, Hammer. Das heißt, wir können dich wieder einschalten. Da kannst du mit dem einen Brett, was der Holzfäller da gerade noch hat. So, gucken wir mal dir zu, wie du eine Steinaxt machst. Und hey, hier haben wir schon feste Straßen. Nicht mehr solche Trampelpfade, sondern feste Straßen. Sehr schön. Wie viele Arbeitslose haben wir? 7? Also wir müssen gar nicht auf Anfordern klicken. Boing. Okay. So, jetzt dürften wir auch Leder und Fleisch kriegen. Nicht nur Fisch. Wir bräuchten wirklich einen Kurier, der den Fisch von dort aus auch abholt. So, die erste Steinaxt. Ah, die gibt ihre Axt ab. Und die Steinaxt bleibt da liegen. Der Wikinger baut sich diese einfache Axt selber. Okay. Seid ihr schon mal nett gemacht, dass die sich erstmal selber Äxte bauen, so primitive Äxte. Und dass dann Leute sich die Äxte abholen können. Werkzeuge und Waffen werden vom Waffenmacher hergestellt. Für Bögen benötigst du den Bogenmacheranbau. Das heißt, wäre ich jetzt noch eine Axt? Hasentöter, okay. Den Bogenmacheranbau habe ich leider noch nicht. Sehe ich den irgendwo, wo ich den freischalten kann? Abgründe. Großer Fels, Wikingermacht. Küche, kleines Portal. Küche. Die Küche sorgt für Abwechslung im Speiseplan. Wenn du eine Küche hinterließ, werden die Wikinger die dort zubereitete Nahrung bevorzugen. Oh, sehr schön. So könnte ich wahrscheinlich den Fisch besser weiterverarbeiten. Försterei. Wildschwein. Wahrscheinlich brauche ich erst einen Förster. Rinder, Mühle, Bäcker. Mhm. Bäcker und Mühle kriege ich erst in der nächsten Mission. Wolf, dunkler Waldboden und Benenner. Okay, wir haben nicht viel Weidefläche, sehe ich gerade. Obwohl, wächst da oben was? Das ist die gute Frage. Farm. Das Getreide, das in einer Farm angebaut wird, benötigen deine Wikinger zum Brauen von Malzbier, um herrliches Brot zu backen. Getreide wächst am besten auf grünen Wiesen. Auf felsigem Grund wird dein Farmer vergebens probieren, Getreide anzubauen. Zur Erinnerung, deine Krieger trinken Malzbier, um ihre Lebensenergie zu erhöhen. Dies machen sie, sobald sie sich im Anzugsbereich der Brauerei und des Lagers auffallen und dort Malzbier vorrätig ist. Du verlegst Krieger in das Einzugsgebiet, indem du die Kampflogger dorthin versetzt. Okay, das heißt, ich baue einfach mal hier testweise eine Farm hin. So. Okay. Und den Brunnen, den kann ich hier drüben hinsetzen.
Gut. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer als in Cultures. In Cultures musste man nämlich auf jeder neuen Map damit anfangen, erst Farmer auszubilden, also Leute Farmen bauen zu lassen. Da mussten die eine Weile Getreide anbauen, dass man dann eine Mühle bauen konnte, also dass jemand fähig war, Müller zu werden. Und so weiter. Da ist das hier schon ein bisschen angenehmer. Und es ist nicht ganz so kompliziert wie Siedler, sage ich jetzt mal. Nur mich wundert, dass das hier nicht eingesammelt wird. War wahrscheinlich einfach, weil... Obwohl, es sind zurzeit keine Äste mehr da. Es sind zwei Äxte übrig. Du hast keine bessere Axt. Okay. Das heißt, ich könnte theoretisch... mal zwei Leute mit Äxten ausrüsten. So, du... brauchst, holt ihr euch jetzt Äxte von dem guten Zeug hier oben? Ja, du hast hier schon mal eine Axt, glaube ich, oder? Jo, du hast eine Axt. Ist auch schön, dass ich solche Sachen separat anklicken kann. Dass das nicht einfach nur Gebäudetextur ist, sondern wirklich alles dynamisch ist. Also den Sockel und das Gebäude selber kann ich anklicken. Ware fehlt Planke. Die werden hoffentlich bald hergestellt. Aber Produktionsrate, ja genau. Ich weiß nicht, baut er, macht er die bei Bedarf? Kann auch gut möglich sein. So, wo ist eigentlich mein Lagerarbeiter? Der ist da, der holt sich Flintstones von dort. So, mit der Axt könnte ich theoretisch noch einen zweiten Holzfäller hier drüben irgendwo hinsetzen. Aber ich passe. Ich baue lieber... Ja gut, bauen wir hier noch ein Wohnzelt hin. Das ist jetzt aber gut abgesagt. Ja, ich brauche auch einen großen Sockel dafür. So. Gebäude ist gebaut. Ware fehlt Sichel. So, er hat schon mal einen Stein. Macht er sich jetzt eine Sichel da draus? Also ja, scheinbar brauchen die Wikinger noch mehr Pfade. So, dass es schneller geht. Das kennt man ja auch aus Siedler, da wurden teilweise Pfade en masse gebaut. So. Teilweise doppelt und dreifach, dass die Siedler, die Träger auf verschiedenem Wege ihre Sachen gebracht haben. So, jetzt wo ich die dreimal habe, Steinaxt, 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 kann ich die mal kurz in die Nähe des Portals verlegen. Und ich würde mal sagen, wenn ich dich jetzt ausschalte, hast du einfach nichts zu tun, da liegt das Zeug hier rum, okay. Dann schalte ich dich mal wieder an. Dann bleibst du auch der Jäger. Okay, mit 5 Getreide könnte ich sie befriedigen. Aber nö, ich will meine Jungs weiter verbessern. Also bewege ich die mal hier in die Nähe des Lagers, da du etwas Leder eingesammelt hast. Kann ich dir nur sagen, dass du zurzeit nicht jagen sollst? Nein, kann ich dir wohl nicht sagen. Naja.
Der Lagerarbeiter sammelt das vielleicht auch ein, wenn er mal Zeit dafür hat. So, hier ziehe ich noch ein Wohnzelt hoch für Farmer und Brunnenarbeiter. Ist okay. Ah, hier schalte ich einfach mal aus. So, Sichel ist hergestellt. Portal könnten wir öffnen. Ihr macht noch zwei Bögen. Wie sieht es mit Arbeitslosen aus? Drei Stück gerade mal. Okay. Ah, er baut hier Getreide an. So, zwei Bögen fehlen. Es kommen neue Arbeiter. Na gut, bauen wir schon mal eine Brauerei. Hierhin. Wir haben ja hoffentlich jetzt ein bisschen Material. Ja, ein bisschen. Okay, ab der nächsten Mission brauche ich wirklich einen zweiten Holzfäller. Sollte ich mir merken. Waffe fehlt. Müssten hier nicht Stickies rumliegen? Weil Leder hat's hier. Du bist der Waffenmacher, okay. Achso, du bist überfüllt. Dann gehst du mal weg. Kurier. Wir haben Kurier freigeschalten. Kurier. Achso, für Statistikwerte. Sehr schön. Gut, das Gebäude ist auch fast fertig. Oh, hier liegt übrigens auch noch ein Stick rum. Okay, der erste Bogen ist fertig. Wir hätten definitiv noch einen zweiten Holzfäller gebraucht. Brauerei ist fertig. Du hast sogar ein Wohngebäude. Können wir in den Statistiken kurz gucken? Gebäude. Basisrohstoffe. Verarbeitete. Nein, 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 nein. Wikinger, Soldaten, Arbeiter. Gebäude. Nein, ich kann leider nicht gucken, wie viele Arbeiter obdachlos sind. Ware fehlt, Getreide. Du kannst wieder keine Waffe herstellen. Warum? Erfolg Rind, Anfänger Hochmoor. Ah, weil wir über eine Stunde schon spielen. Gut. Jupp, jupp, jupp. Wem fehlt eine Waffe? Dir. Da ist ein Stick. Da gibt's Leder. Da gibt's noch mehr Leder. Das finde ich komisch. Schnappt sie sich jetzt den Stick? Ja, sie schnappt sich den Stick, wenigstens etwas. So, und jetzt holt sie sich das letzte Leder hier raus. Und der Bogen ist fertig. Sehr gut. Du baust Getreide an. Wie lange braucht das zum Wachsen? Ich gebe mal ein bisschen Speed.
So, euch verlege ich schon mal hier neben die. Nö, euch verlege ich erstmal zum Fischer rüber. Da habt ihr da was zu essen. Der Brunnenarbeiter hat schon was. Okay, ein bisschen Wasser ist auch schon beim Brauer. Dann fehlt hier mein Weg. Du isst Beeren da oben. Okay. Ihr schlaft unter freiem Himmel. Das Getreide sieht jetzt aber langsam reif aus. Ja, steht auch da. Jawohl, sehr erntet. Und der Bierbrauer holt schon. Ja, das ist ja sehr schön. Muss man nicht einfach warten, muss, bis es gelagert wurde. So, wird es schon destilliert? Jo. Getreide und Wasser. Ich muss warten, bis 5 Biere fertig sind, dass sie sich alle Mut antrinken können. Machen wir noch mal einen Tick schneller. So, du hast auch ein Wohngebäude, ja. Da wohnt nur der Fischer drin. Wo wohnt der Jäger? Ach so, den habe ich ja ausgestellt. Arbeitslos Estrid? Oh. Ja, wir haben keinen Förster. Gut, wir müssen, brauchen eh kein Holz mehr. Okay. So, wir haben Bier. Also verlegen wir die Leute mal in die Nähe des der Bierbrauerei. So, über die Straßen sind sie natürlich schneller. Holt ihr euch Bier? Ja, du bist arbeitslos. Warum holt ihr euch kein Bier? Ich dachte, ihr könnt euch direkt selber Bier holen. Ne, scheinbar nicht. Dann brauchen wir wirklich ein Ausrüstungslager. Oder muss ich euch direkt davor platzieren? Nein. Oh, so habe ich den Weizen überschrieben. Mist. Das war jetzt doof. Okay, dann baue ich ein Nachschublager. Einfach mal hier oben hin. Ich hoffe, ich habe dafür noch genug Holz. 6 Holz. Ja, reicht locker. Sockel ist schon mal gebaut. So, dann begegnet euch mal in der, zu dem Nachschublager. Ach, der sammelt alles. Äxte, Steinäxte, Bögen, Leder. So, jetzt, wo ist das Bier? Oder habt ihr euch schon jetzt den Mut angetrunken und ich habe es nicht gesehen? Leben 1000 plus 150. Ah ja. Gut. Das heißt, ihr geht jetzt dahin. Warum hast du auf einmal so viel mehr Leben? Hast du einem anderen das Bier weggetrunken?
Ach so, du gehst jetzt auch noch mal trinken. Warst du schon? Ich habe sie mitgekriegt. Nein, warst du nicht. Schaden ist nicht erhöht. Okay. Öffne Portal. So, und setze Wege. Wow, die kämpfen schon viel besser mit ihren Steinäxten. Jetzt brauchen wir nur noch bessere Bögen eigentlich. So, Malzbier. Ja, Portal zur nächsten Mission. Hasentöter. Ein Kaninchen liegt. Kurier Hochmoor, Anfänger. Wildschwein, Rind. Mühle, Bäckerei, Wohnhütte, Armeelager. Eiskolem, okay. Götterzorn. So, das heißt... Wow, ist das eine Riesenkarte? Hier ist was falsch gelaufen. Hier ist was falsch gelaufen. Ist egal, ich will eh jetzt einen Cut machen. Also, falls euch das Let's Test gefallen hat, mir gefällt das Spiel schon mal super, dann schreibt mir in die Kommentare. Und dann sehen wir, vielleicht wird mal ein Let's Play daraus. Dann mache ich einfach hier weiter. Also nicht gerade diese Map, weil es wird wahrscheinlich eine neue generiert werden. Ich kann mal kurz ins Menü gucken, speichern und verlassen. Neue Karte? Du hast aktuell ein Spiel laufen. Wenn du ein neues Spiel startest, wird das alte abgebrochen. Bis deine später Folgen bleiben dir erhalten. Bist du sicher, dass du eine neue Karte generieren möchtest? Ja. Neu auswürfeln. Okay, und da wird so eine große Karte gemacht. Gut. Dann haben wir das für das nächste Mal. Wir können uns unsere Wikinger mal ansehen. Ingmar, Linja, Estrid, Jette. Wo ist Helge? Da ist Helge. Ja, das sind die ganzen Wikinger, die wir bis jetzt schon in unserer Siedlung hatten und die Ehre gesammelt haben. Und irgendwann gehen sie nach Valhalla. So wird da ein ziemlich tolles Endlosspiel draus, ganz ehrlich. Ja, aber soweit war es das erstmal vom Let's Test. Wir sehen uns dann.